Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wundervoll abenteuerlichen und mysteriösen Rätselfolge von der Black Tail Requiem. Mal schauen, ob sich jetzt diese gesamte Rätselei endlich mal ausgezahlt hat. Oder nicht. Ich hoffe ja schon. Weil, ne, das, also erstes Mal, es hat sich auf jeden Fall was getan. Und da es dann ja aber hieß, ja, das ist so weit weg, kann es ja fast eigentlich nur dieser Weg hier unten sein. Deswegen gucken wir dann mal. Und das andere Tor dort hinten ist wahrscheinlich einfach eine Finte. Aber wurde erst vor kurzem benutzt, glaube ich. Sieht aus wie eine Kobalthöhle. Der einzige Kobalt hier bist du. Dann bist du eine Hexe. Woher weißt du das? Ja, woher weißt du das, mein Kind? So, müssen wir jetzt Schmuggler auslöschen? Guck ausschalten? Mal, eine Steintür und Bilder von Windmühlen. Der Windmühlenmechanismus. Ja, so hat es sich geöffnet. Ich glaub's nicht. Ich bin schlau. Keine Sorge. Wir sind echte Entdecker, Hugo. Stimmt. Da unten liegt ganz bestimmt ein Schatz. Weißt du was, Kleiner? Ich glaube, du hast recht. Meine Finger kribbeln, das ist ein gutes Zeichen. Ich bin so klug. K-L-U-K. Heilige. Verdammt. Ist das echt? Ja. So echt wie ein Schmugglerhort. Ein verdammt guter. Unfassbar. Wer hat das hier gebaut? Erstaunlich. Glaubst du, die sind noch hier? Fühlt sich verlassen an. Aber das ist halt so. Je umwerfender, desto höher die Gefahr, dass man draufgeht. Amicia, ich will zurück zu den Steinvögeln. Nützlicher Hinweis. Nützlicher Hinweis. Das nehmen wir alles nicht mit, ne? Lassen wir jetzt einfach alles hier liegen. Hm. Oh, ja, gut. Das ist schon cool gerade hier unten. Also das finde ich schon extrem angenehm. Und da ist eine große Kiste. Oh, der Schatz. Zwei große Kisten. Cool. Was haben wir denn hier? Das macht jetzt zwar meine Angst gerade nicht viel besser, warum wir jetzt so viele Teile bekommen. Was ist das? Schmuck? Ein Armschutz. Der ist uralt. Zieh ihn an. Er passt. Amicia erholt sich dank ihrem Armschutz schneller von Angriffen. Ja. Jawohl. Der Schatz gehört jawohl. Dir. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich stärker. Ist wie Janu, du hast Magie. Alles du klar. Hast eine +2 Rüstung auf jeden Fall angelegt. Uns noch ein Schmugglergeist ausschimpft. Ja, hallo, du hast eine +2 Rüstung das angelegt, ist so natürlich. Toll hier. Ich liebe es. Ich muss gestehen, hier würde ich auch gern wohnen. Und wie wäre ein hübsches Haus? Mit einem Garten? Es ist mir lieber, wenn mich niemand sieht. Ja, ich will auch in einer Höhle wohnen. Himmel, ihr seid doch keine Fledermäuse. Ich glaube, ich bin eher eine Echse. Eine Fledereechse. Na gut, warum nicht? Oh, warte mal, ich muss hier mal ganz kurz... Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber sowas von. Ach, Armschutz, hier, guck er an. Durch das Tragen des Armschutzes erholt sich Amicia schneller von Angriffen. Ha! Verrückt. War das nicht hier eigentlich ein so ein Ding? Ach hier, Erholung. Also müssten wir uns ja jetzt wirklich ziemlich schnell erholen von Angriffen. Weil einerseits durch den Perk und andererseits durch diese Armschutzgeschichte jetzt hier.
Cool. Was es da wohl noch alles an Rüstung gibt, das ist eine verdammt gute Frage, ja. Das ist eine richtig verdammt gute Frage. So, Armbrust braucht 55. Und das hier braucht... Ah, ich bräuchte noch 11 Punkte mehr. Okay, dann würde ich jetzt erstmal noch warten. Und je nachdem, was als nächstes kommt, würde ich das eine dann eventuell aufwerten. Wobei ich natürlich sagen muss, die Messer sind echt nicht verkehrt, aber die Armbrust ist natürlich auch echt nicht verkehrt, ne? Hier haben wir aber noch den Zufalls- oder den Zusatzbonus. Pyrit könnten wir auch doppelt dann tragen. Oder mehr. Keine Ahnung. Wir können jetzt nur eins tragen. Ich hätte dann vermutet, dass es dann zwei sind. Ach, cool. Da bin ich jetzt ein bisschen stolz auf mich, ne? Muss ich mal so sagen. Was mit all dem Katzengold? Was für Katzengold? Ach so, wegen Pyrit? Na, das kann ich benutzen. Also, ist Pyrit Katzengold? Weiß ich gar nicht. Aber das kann ich verwenden, das Pyrit, um, wenn jetzt doch irgendwie Ratten mich angreifen, dann kann ich das so rumwirbeln und dann gehen die mir für, ich glaube, so 5 oder 6 Sekunden oder sowas aus dem Weg. Weil das ja auch quasi Feuer ist, was dann so rumpratzelt und alles. Geil! Das war ja richtig cool. Ob wir jetzt, ob wir die jetzt mal wieder anders machen sollten? Nö, ne? So, okay. Vielleicht kriegen wir ja bei den anderen Punkten jetzt noch ein bisschen. Dann würde ich mir diese zwei Erweiterungen holen noch. Mit den Materialien. So Doppelschuss an der Schleuder brauche ich jetzt zumindest aktuell nicht unbedingt. Da wäre es mir wirklich lieber, so diese Notfallsachen auszurüsten und... Ja. So, hier ist der nächste Vogel. So, aber hier geht's hoch, oder? Ah, nee, das habe ich falsch gesehen. Okay, ich dachte, hier geht's hoch, deswegen muss ich erstmal hier gucken. Da drüben ist der Vogel und da sind die Blumen. Ich hoffe, das triggert jetzt nicht das Falsche. Das muss es sein. Was siehst du? Aber ich will noch nicht, ich will noch nicht fertig sein, ne? Säulen. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ja. Sieht wichtig aus. Fällt mir jetzt gerade nicht. Ich wollte ja eigentlich noch so darüber. Ich glaube, jetzt geht die Story weiter. Mal sehen. Aber mal sehen ist auf jeden Fall richtig. Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen.
Mhm. Du willst sie abfackeln. Versteh dich schon. Aber wir sammeln erstmal kurz Amnesia. Weil das wichtig ist. Alter, wie viel wir Materialien haben. Ich bin ja wie ein bisschen. Oh. Also, wir haben ja richtig viel Materialien. Unwetter. Okay, das bin ich. Bin wir hier hoch? Komm, hoch mit dir. Okay. Sehr gut. Haben wir jetzt unendlich, sag mal? Hier, Harz haben wir jetzt 18 Stück. Das ist schon jetzt nicht sehr wenig. Okay. Ich gehe mal noch da drüben lang, weil vielleicht geht's da dann runter zu den Fischern. Kletter hoch. Gut, gut. Nein. Geht's nicht. Also wahrscheinlich komme ich dann einfach nicht mehr hier wieder zurück. Guck mal. Da oben geht es noch lang. Hoch. Hier gibt's auch noch. Ja, okay. Ich mach's jetzt einfach. Das wird nicht reichen, ne? Das ist es, Hugo. Dein Vogel hat uns hergeführt. Oh. Hätte es nicht tun sollen. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Heilung. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da. Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne. Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. War eine Kathedrale oder sowas? Oder eine kleine Kirche? Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Wieso denn das? Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend. Oh, ich kann es kaum erwarten. Hier, das ist die kleine... Da oben. Guck mal, da. Da. Direkt über dem... Über dem Rahmen der... hier, weißt schon. Ja, Armbrust. Entschuldigung. Gerade so aufgeregt. Da oben. Müsste das hier sein. Oder?
klingt besser als die Alpen. Ja, das stimmt wohl. So, und da... Ach nee, warte mal. Ach nee, Quatsch. Das hier ist das da oben. Und was ist denn das hier? Soll das einfach genau das Dorf sein, oder was? Kann natürlich sein, ne? Ich habe einfach ein verdammt schlechtes Gefühl. Warum sollten wir uns jetzt nach... Also warum sollte uns das Spiel jetzt nach dieser Entdeckung immer noch frei rumlaufen lassen? Ohne, dass irgendwas ist. Das macht für mich keinen Sinn. Alles klar. Nee, das macht für mich keinen Sinn. Seht, da ist ein Haus in den Zehen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum, habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar, das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Jo. Warum komme ich denn nicht zu den... Leuten da unten? Hoch, ja. Oh, das ist gerade so spannend. Hier, da drüben hin, dann müssen wir doch da irgendwie hinkommen, sag mal. Kann das sein? Dass da kein Weg hinführt. Ohne Mist, ich rechne jetzt gerade wirklich jede Sekunde damit, dass irgendeine Wache auf uns schießt oder irgendwas in der Richtung passiert. Ich weiß, ich bin vielleicht ein klein wenig pessimistisch. Aber nur ein klein bisschen. Wie sollen wir denn da hinkommen? Oder wollen die einen bloß jebaiten dorthin? Ne, übers Wasser oder so kamen wir halt nicht. Hier über den Berg kommst du dort aber auch nicht hin. So, also wir sollen jetzt da hoch. Das heißt, wir müssten ja an den Bienenzüchtern vorbei. Mal wieder hier. Ich weiß es nicht, verstehe es nicht. Hier eine Idee. Oder kommt man da drüben einfach nicht hin? Kann natürlich sein. Okay, also was wir noch nicht probiert hatten, war aus dem Ding rauszugehen. Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Vision des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider war Sophia. In Gayenne jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Wow. Na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Okay. Also wir könnten jetzt natürlich da nach oben versuchen. Also sollten wir dann wahrscheinlich auch, aber...
hier runter? Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Na, geht ihr zum Hafen? Oh nein, da waren wir gestern schon. Danke. Ich will noch den Rest anschauen. Okay. Gut. Ja, dann hoch, ne? Auf geht's. Ich weiß nicht, ob das jetzt war, weil wir gerannt sind und das ihm schon zu laut war, aber ich fand das gerade süß, dass er da stand. So, was? Die Area wird erst mit der 5 Euro Micro... Nee, ja, doch, Microtransaction freigeschaltet. Ja, Matthias, da könntest du natürlich recht haben. Was ist das? Das ist komisch. Das stimmt. Wie unser guter Stromberg sagen. Gut, bevor wir jetzt aber weiter hier nach oben laufen, würde ich sagen, dass wir mit diesem schönen Ausblick, das könnte man jetzt falsch verstehen, deswegen positioniere ich das nochmal ein bisschen um. Und das wird jetzt nicht besser. Moment. Mit diesem schönen Ausblick beenden wir dann jetzt erstmal die Folge und danach gucken wir weiter nach Las Madres. Schauen wir mal. Bis dann. Cheerio.